eine Zeit, in der eine Partei rechts von der CDU mega stark geworden ist, nämlich die AfD. Lassen Sie sich das an? Nein, das lasse ich mir nicht an, aber das beschäftigt mich natürlich auch. Und ich glaube, wir müssen hier einen ganz klaren Strich ziehen zwischen dem, was demokratisch vertretbar ist und vielen sehr rechten Tendenzen bis hin zu Erwägungen von Schießbefehl. Und jeder, der zur Lösung, zur konstruktiven Lösung etwas beitragen möchte, den ermuntere ich, eine der demokratischen Parteien und als CDU-Vorsitzende natürlich im Zweifelsfalle CDU zu wählen. Ich glaube, wenn das Problem gelöst ist. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es in den Augen der Menschen verständlicherweise noch nicht gelöst ist. Dann wird der Zuspruch auch wieder zurückgehen für diese Partei. Und das spornt mich an, noch intensiver, noch schneller die richtige, aber auch nachhaltige Lösung zu finden.